So, ne Dächle, moin Leute, was geht, euer Junior und ja, meine lieben Freunde, heute bewerte ich mal eure Zimmer. Wir starten direkt im ersten Zimmer rein, das von dem lieben Freddy. Ja, man sieht, er ist großer Fußballfan, sehr viele DDs und hat eine kleine Gaming-Ecke. Ja, sehr, sehr geil, noch einen kleinen Schreibtisch mit her, so, wo er halt lernen kann und so, ne, ganz, ganz wichtig. Ja, ein schönes Bett, Zimmer sieht sehr, sehr geil aus, sehr clean. Er bekommt von mir eine 8 von 10. Nächstes Zimmer ist von dem lieben Chris. Ja, da sieht man jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Außer, dass er halt Monte schaut und eine Couch hat, okay. Ja, ist so wie es aussieht, nicht das größte Zimmer und sieht doch so aus, als ob er auf dem Dach wohnt, aus dem Dachboden. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Gemütlich. Ja, keine Ahnung, wie es noch aussieht, wenn man vor weiteren Fotos macht oder auf der anderen Seite. Ich glaube, das Zimmer ist noch ein bisschen größer. Ja, kann man aber machen, easy. Ja, dann das nächste Zimmer von Manuel. Schöne Grüße an der Stelle, auch generell schöne Grüße an alle, die mir Fotos geschickt haben. Ja, Manuel, ja, was soll, Digga, auf dem ersten Foto, was soll denn das für ein Foto da von mir? Bruder, ist das eine Hologrammkarte? Ich glaube nicht. Ja, viele Trikots, nice. Ja, das Zimmer ist sehr groß, Fernsehen, Bett, Schreibtisch. Ja, kann man machen. Sieht sehr nice aus. Sehr, sehr cooles Zimmer bekommt von mir, auch eine stabile 8 von 10. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Sieht wirklich sehr, sehr stabil aus. Das nächste Zimmer ist immer ein Phil, schöne Grüße, Bro, ist ein sehr guter Kollege von mir, ist Paderborn, wie man es hier schon sehen kann, ist sehr, sehr fußballmäßig unterwegs, Fußballfan, hat ein Setup, einen Gamingstuhl, Trikots, Fahne, alles von Paderborn mäßig auch, ne? Ja, sieht sehr, sehr geil aus, hat einen Stuttgart und Paderborn Schall, ja, geil, für dich, und das Setup ist auch mega cool, hast du ein Video von mir angeschaut, was ist denn das für ein Video? Ich nehme euch über einen ganzen Tag mit. Nice. Ja, das View war echt geil, finde ich. Ja, LEDs. Nice. Läuft. Sehr, sehr gut. Nächstes Zimmer von dem lieben Neil. Ja, Neil, auch ein sehr guter Typ. Schreibt mit denen öfter mal. Sehr, sehr korrekt. Ja, der hat einen Fernseher, einen kleinen Schreibtisch mit einer PS5. Sieht sehr cool aus. Ja, dann ein Bett mit hier, ein sehr großes, stabil. Ich will mir jetzt auch ein Bett anschaffen demnächst, Leute. Ihr seht ja hier meine Couch im Hintergrund so ein bisschen. Wartet so rum. Ja, die muss weg, weil die ist auch ein bisschen kaputt und so. Und ich will mir jetzt demnächst ein Bett anschaffen. Ja, sieht auch sehr, sehr cool aus, sehr clean. Ein sehr, sehr schönes Bett. Der Schrank auch sehr geil, der Spiegel passt. Bekommt von mir eine gute 9 von 10, weil es so clean aussieht. Fühle sowas, schwarz, grau, weiß. Geile Farben kommen die. Absolut geil. Ja, dann haben wir das nächste Zimmer von der lieben Paula, meine beste Freundin. Schöne Grüße. Paula. Das muss ich noch was dazu sagen, Leute. Die wohnt ja, glaube ich, noch gar nicht so lange. Keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall umgezogen. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Zimmer. Sehr clean. Und ja, nice. Sehr, sehr, sehr schön. LEDs, Beds, geiler Fernsehen. Passt. Mehr braucht man nicht, sage ich so. Man muss nicht immer eine Gaming-Ecke haben oder so. Ja, das reicht schon. Bekommt von mir eine 7 von 10. Ja, das nächste ist von dem lieben Matt oder Matti. Ich hoffe, wir sprechen richtig aus. Tut mir leid. Er hat ein Video geschickt. Ich habe ja auch gesagt, Leute, am besten keine Videos schicken. Manche haben es gemacht. Es sind aber wirklich nur kurze Videos und darum geht das klar. Ja, kann man auch machen. Ja, sieht sehr clean aus. Kann man auf jeden Fall machen. Das Zimmer ist sehr stabil, sehr groß. Hat einen Schreibtisch und ein Bett und einen Schrank. Auch von der Farbe her passt das alles easy zusammen. So dieses, wieder dieses Grau-Schwarz. Weiß und sowas. Lampe sehr geil. Also ich habe ehrlich gesagt, ich kann da nicht meckern. Also die, bis jetzt sind die Zimmer alle sehr stabil. Ja. Außer das von Chris. Aber ist auch okay. Ja. Auf jeden Fall, das Zimmer sieht wirklich stabil aus. Bekommt von mir eine gute 8 von 10. Ja. Sehr, sehr stabil. Dann haben wir das nächste Zimmer von den lieben, oder von der liebe Anna. Emma. Emma, sorry. Ja. Sie hat ein richtig geiles Zimmer. Fühl dich anders. So alt mädchenhaft, ne? Aber sehr, sehr cool. Ich habe eine große Schwester, ich kenne das, Leute. Ja, sehr, sehr schönes Zimmer. Ich glaube, für Mädchen perfekt. Ja, wenn man noch Lila und so mag, und Pink, passt das. Ja, schöne Grüße. Danke für dein Foto. Ja, das nächste Zimmer ist dann den lieben Jonas. Wenn ich nicht absolut falsch. Ne, Lukas. Ja, Digga, Jonas, wie komme ich auf Jonas? Lukas. Ja, er hat auch ein sehr stabiles Zimmer. Ein großes Bett. Ja, Poster, alles Mögliche. Dann noch eine schöne Couch. Also bei ihm
deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist voll bunt, Digga. Die Wände sind so gelb-weiß-mäßig ja so ein bisschen und alles ist durcheinander bei ihnen. Also die ganzen Farben, eine Couch, wo einfach ein blaues Kissen, eine braune Couch, weiße Decken, Digga, weiße Seitendinger, wo man halt so sich dran lehnen kann. Alles durcheinander. Ein Schreibtisch hat er da hinten noch stehen. Ja, geil. Hat er noch eine Maus und sowas. Ich schätze mal, ja, das müsste sein Laptop sein. Ja, easy. Zum Arbeiten oder so, oder Schule oder was weiß ich, passt das. Nächstes Zimmer ist von Fabian. Ja, Fabian hat erstmal das richtige Poster hängen. Ronaldo. Leute, der Goat ist Ronaldo. Wer Messi mag. Ja. Abstand. Mit Spaß, alles gut. Jeder hat seine Meinung. Für mich ist Ronaldo der Goat. Ja, einen chilligen Fernsehen. Also auch sehr fußballverrückt, schätze ich mal. Ein Basketballtrikot oder was ist das? Oder was ist das? Das sieht aus wie so ein Basketballtrikot. Keine Ahnung. Ja. Ja, wie gesagt, sehr fußballverrückt, sieht man hier direkt, Digga. Der hat einen Bayern-Schal. Ja. Ein Bett. Ein sehr großes. Nice. Kann man machen. Schreibtisch, auch mit dem Laptop und alles Mögliche. Wie gesagt, da ist das Ronaldo-Poster. Ist ein guter Junge. Ja. Läuft! Sehr, sehr schönes Zimmer. Regal, alles. Passt. Ja, kann man nichts falsch machen. Ja, dann haben wir hier das nächste Zimmer. Von dem lieben Leon. Leon hat mir jetzt nur sein Setup geschickt, Leute. Das ist aber auch absolut okay. Ich habe ja gesagt, manche haben mir nur Setups geschickt. Aber wie gesagt, nehme ich trotzdem mit rein. Leon, den kennt ich auch persönlich. Habe ich schon mal persönlich getroffen. Sehr korrekter Typ und der kennt sich mit Technik ohne mehr aus. Das ist jetzt ein Bild, das ist schon 2 Monate her ungefähr. Und ja, man sieht, Setup, Monitor, der hat auch ein PC. Mikrofon, ja, passt, chilliger. Geht's halt gar nicht, ne? Du brauchst gar nicht mehr so ein heftiges Setup, wie gesagt, oder manche haben auch gar keine Setups, das ist auch absolut okay. Der chillig. Ja, dann haben wir hier den lieben Felix. Ja, Felix, auch ein sehr cooles Zimmer. Sehr hell, weiß, wie ich hier persönlich, ja. Ich feier auch, ich sag mal so, wie es ist, jeder kann seine Wände so anmalen oder jeder mag das, jeder mag das. Bei mir reicht es, wenn die Wände einfach weiß sind, weil dann ist es schon hell drin, ja. Und am meisten eine schöne Lampe oder so, wie er das jetzt hier auch hat, passt. Ja, passt. Und darum sage ich auch, stabile 8 von 10 kann man machen. Sehr, sehr schönes Zimmer, ja. Auch sehr aufgeräumt, naja, wobei geht, manche sagen. Ja, ich bin aber auch so, Digga, aufräumen ist gar nicht mein Ding. Also an alle, die hier noch vielleicht was rumstehen haben oder so, ich bin auch nicht der aufgeräumte Typ, sag ich so, wie es ist. Ja, das nächste Zimmer, let's go. Das Zimmer teilt er sich aktuell mit jemandem, nicht wundern. Ja, sieht auch sehr stabil aus, wie 2 Leute. So, vielleicht, na, wobei geht eigentlich schon. Ist groß genug, zu eng ist es nicht, würde ich sagen, passt. Nächstes Zimmer von lieben Jan oder Janne. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Bruder. Sorry. Er hat wirklich ein Zimmer, Leute. Und das ist für mich auch bis jetzt das beste Zimmer. Ich feiere diese Wolken erstmal, die er oben dran hat. Den kann man ja auch mit LEDs und sowas verbinden. Dann 5. Das ist ein großer Monitor. Er hat 4 Monitore. Der obere ist halt wirklich ein Riesenmonitor, glaube ich. Das ist geil. Mit Camp und sowas. So wie es aussieht, haben wir hier einen Streamer am Start. Sein PC sieht mega nice aus. Couch sieht chillig aus. Er hat noch ein Bett, hat aber jetzt nicht mitgeschickt, ist auch nicht schlimm, hat er auch mir persönlich noch gesagt. Gaming Schuh sieht doch sehr, sehr chillig aus. Kann man auf jeden Fall machen. Das Zimmer ist für mich, und das ist auch bis jetzt das Beste, weil ich das alles so feiere, 10 von 10, sage ich ganz ehrlich. Sehr, sehr schön. Das Zimmer sehr clean. Ich glaube, so als Streamer fühlst du dich da echt wohl, oder wenn du generell Videos, Livestreams machst und sowas. Safe. Nächstes Zimmer, let's go! Bro, dein Ernst? Er ist Hannover-Fan. Alter, Hannover-Fan. Spaß, alles gut. Kleiner Witz. Was ich ja anders geil finde, du hast ja diesen Kinderteppich da noch auf dem Boden. Das ist geil. Ich schwöre, Leute, ich habe damals als Kind ja ganz viele Autos gehabt, sehr viel gesammelt und so, LKWs, Autos, alles Mögliche. Und da habe ich immer auf diesen Teppich mit Autos gespielt. Finde ich cool. So, also aus der Kindheit noch was da zu haben oder aufzuheben und als Deko mit hinzustellen, finde ich geil. Manche fühlen es, manche nicht. Ich sag mal, so ein Zimmer passt es sogar, weil es ist grün, LED-mäßig ja passt. Also, ich finde das mega cool. Schöne Grüße auch an der Stelle, Bro. Mit denen schreibe ich auch öfter. Sehr korrekt, also ich sag auch, wie es ist, Leute, seit ich hier YouTube, Instagram, TikTok und sowas alles mache. Ich habe so korrekte Menschen kennengelernt. Krass. Denkt man nicht.
dann haben wir das nächste Zimmer von den Miras. Ja, das ist ein Zimmer, das finde ich auch übelst nice. LEDs, die Lampen. Das sind ja so LED-Lampen, schätze ich mal, keine Ahnung, oder so Lampen, die man nicht einstellen kann. Mit der Couch, mit dem Fernsehen, zwei Setups. Ja, ich schätze mal, eins sind Zocken. Oder beide sind Zocken, ja, sieht so aus. Ja, kann man machen. Oder ist das ein PC da noch so? Warte mal, ich gucke auf dem ersten Foto. Ja, scheiß drauf. Magdeburg-Fan. Miras Bruder, du warst noch nie unsympathisch. Mit denen treibe ich auch schon sehr lange, Leute. Nicht korrekt. Mit denen hast du auch mal ein Video aufgenommen. Fortnite-Video damit. Ja, Miras, sympathisch, Magdeburg. Mega cool. Ja, so muss es sein, mein Lieber. Er hat Geschmack. Ja. Nur hält an Paderborn und Hannover. Nee, nimmt jetzt alles mit Humor, meine Lieben. Ja, Leute, das war's aber schon. Mega cool, danke für die ganzen Bilder, für die ganzen Zimmer. Wenn ich manchmal vergessen habe, von 1 bis 10, ich schreibe es immer da drunter, ihr habt es ja gesehen. Ja, Leute, danke, danke, Kuss, Kuss. Wir werden sowas demnächst nochmal machen, 100%, ich weiß noch nicht wann. Vielleicht machen wir das nochmal in ungefähr 3-4 Monaten oder so. Weil bis dahin hat sich vielleicht das Zimmer nochmal geändert oder die Zimmer. Ja, mein Zimmer wird sich auch vielleicht nochmal ein bisschen ändern, keine Ahnung. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ganz großes Dankeschön an alle, schöne Grüße. Und an der Stelle haut rein, euer Jean. Ciao, ciao.